Wie bewerten Sie den Tag der Insekten? Absolut notwendig und positiv. Also braucht man gar nicht weiter begründen. Das ist absolut eine notwendige Initiative, dieses Augenmerk auf die Biodiversität generell zu richten und auf die Rolle der Insekten im Besonderen. Naja, der Wert von Insekten ist für die Frage, ob die Menschheit überleben kann, von ganz entscheidender Bedeutung, weil sie halt eine zentrale Rolle spielen in der Nahrungskette, in den Fragen der Bestäubung und so weiter und so weiter. Und ohne Insekten, und schärfer muss man auch sagen, ohne einen bestimmten Anteil von Insekten, ist unser Überleben leider nicht gewährleistet. Naja, es gibt ja viele erfolgreiche Versuche, das zu mobilisieren, indem man zum Beispiel dann auch Insekten in den Vordergrund stellt, die vielleicht sympathisch sind oder die schon auch in Kinderbüchern seit Jahrzehnten vorkommen und so weiter, wo Menschen halt etwas Positives mit einer bestimmten Art verbinden und es gar keine Frage ist, ob man eine solche Art und grundsätzlich eben im Hintergrund alle Insekten schützen sollte oder nicht. Insect Respect ist eine fantastische Initiative und Herr Reckhaus ist ein Avantgardist, was das Unternehmerische angeht, indem er versucht, sein Unternehmen als Instrument zur Herstellung einer nicht zerstörerischen Gesellschaft und Kultur einzusetzen. Wo sehen Sie die gesellschaftlichen Probleme, warum wir so langsam vorankommen? Indem wir falsch über das ganze Thema reden. Indem wir eine große, tolle Geschichte erzählen, dass man den Klimawandel bekämpfen und die Natur schützen kann und trotzdem noch Porsche fahren kann, permanent Wachstum erzeugen kann, permanent von allem immer mehr haben kann und das bitteschön immer schneller und den Mist immer schneller wegschmeißen. Diese ganze beknackte, völlig idiotische Geschichte ist das zentrale Problem. Und das wird den Leuten rauf und runter erzählt, dass Veränderung nicht darin besteht, dass sie sich selber verändern müssen.